Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute geht es in einem kurzen Tutorial um das Thema Wolken. Skizzieren von Wolken. Was gehört dazu? Was muss man wissen, wenn man in der Landschaft draußen sitzt und Wolken skizziert? Eigentlich gibt es nur ein paar Dinge zu beachten, die ich euch hier kurz zeigen möchte. Ich bin nicht draußen, ich bin drin, das hört ihr und das seht ihr, ohne dass man jetzt hier ein großes Geheimnis draus machen muss. Ich mache das jetzt also hier ein bisschen einfach aus der Fantasie, aus dem Gedächtnis. Ich zeichne mal hier den Horizont einer relativ flachen Landschaft hin. Ich spare mir jetzt hier Bäume reinzusetzen oder etwas anderes. Schließlich soll es heute erstmal ausschließlich um Wolken gehen. Also nehmen wir einfach mal an, hier geht vielleicht irgendwo noch ein Weg in die Landschaft rein. So, dass man ein bisschen eine Orientierung hat, was die Perspektive angeht. Und hier hinten im Hintergrund gibt es vielleicht ein paar Bergrücken oder so. Aber im Wesentlichen geht es uns heute um das, was sich hier drüber abspielt, um den Himmel und die Wolken. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Wolkenhimmel mit größeren Schäfchenwolken, vielleicht kurz vor oder kurz nach einem Regenguss, einem Gewitter. Kein ganz blauer Himmel, das wäre ja auch langweilig. Was gibt es dann zu beachten? Das Erste, was es zu beachten gibt, ist, dass es natürlich auch im Himmel so etwas gibt wie eine Perspektive. Wenn ihr die Lektion Zentralperspektive schon gehört habt, dann wisst ihr, um was es geht. Ansonsten empfehle ich euch, die vielleicht noch einmal kurz anzuhören, bevor es jetzt weitergeht. Auch am Himmel gibt es natürlich eine Perspektive. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ich nehme mal an, dass mein Fluchtpunkt hier auf dieser Höhe etwa liegt und dass alle Linien letztlich auf diesen Punkt zulaufen. So, das ist also das Himmelszelt oben, das Himmelsfirmament, was nach hinten zuläuft auf diesen zentralen Punkt. Wenn wir hier also jetzt Telegrafenstangen oder etwas hätten, mal angenommen, dann würden die auch auf diesen Punkt zulaufen und nach hinten zum Horizont hin natürlich immer kleiner werden. Aber wie gesagt, uns geht es jetzt nicht um diese Telegrafenstangen, uns geht es um die Wolken. Für die Wolken gilt aber das Gleiche wie für die Telegrafenstangen. Die Wolken fangen hier vorne, ich zeichne das jetzt erstmal schematisch ein. Also bitte jetzt hier noch nicht nachmachen, sondern hier geht es jetzt wirklich nur darum, erstmal es zu begreifen grundsätzlich. Die Wolken fangen hier vorne natürlich groß an und werden dann nach hinten grundsätzlich immer kleiner, bis sie da hinten wirklich nur noch fast ein Strich am Horizont sind. Ihr seht also, was hier passiert. Hier wird perspektivische Wirkung tiefer durch die Wolken erzielt. Also nicht jetzt anfangen und lauter gleich große Wolken zu zeichnen oder erstmal nur auf die Dramatik der Wolken schauen. Am Anfang bitte dran denken, dass die Wolken nach hinten kleiner werden. Was auch wichtig ist, diese Wolke hier befindet sich schon fast über mir. Das heißt, wenn ich als Betrachter hier im Bild stehe und nach oben gucke, dann sehe ich hier einen großen Teil der Unterseite der Wolke. Ich mache hier mal einen Schatten drauf, damit ihr euch klar seid, was ich hier meine. Dieser Wolke hier, die schon ein Stückchen weiter weg ist von mir, da sehe ich nur noch einen kleinen Teil der Unterseite der Wolke, während bei der hier ganz fern am Horizont eigentlich nur noch die Seitenlinie der Wolke zu sehen ist und nicht mehr diese Unterseite. Würde sich also hier oben ganz am Bildrand eine Wolke befinden, mal angenommen, dann würde ich eigentlich fast nur noch die Unterseite sehen. Wenn ihr das in der Natur mal beobachtet, werdet ihr feststellen, genau so ist es. Ich gucke hier hoch, gucke auf die Unterseite der Wolke und je weiter die Wolke nach hinten gestaffelt ist, umso mehr sehe ich sie von der Seite. Da sind wir auch dann gleich bei einem zweiten wichtigen Punkt beim Wolkenzeichnen. Nicht nur die Perspektive ist entscheidend, sondern natürlich auch das Licht. Nehmen wir einfach mal an, die Sonne würde irgendwo von hier oben links kommen, hier ins Bild hineinfallen, von oben links. Dann heißt das natürlich, wenn die Sonne von hier oben links ins Bild hineinfällt, dass die lichtbeschienenen Bereiche der Wolke immer in diesen Bereichen liegen und lichtabgewandte, zum Beispiel hier. Nicht? Denn das ist ja eigentlich nichts anderes, wenn ihr euch das leichter vorstellen könnt, als ein Wattebausch. Ein Wattebausch am Himmel, der natürlich auch einen Körper hat. Und dieser Körper wird im Wesentlichen geschaffen durch das Licht. So,
Damit ist der Grundaufbau eigentlich klar unseres Himmels. Wir wissen grob, wie groß dürfen die Wolken da hinten sein. Wir wissen grob, wie groß können sie hier vorne werden. Und wir sehen schon, wie hier auch ein plastischer, perspektivischer Eindruck schon mit diesen einfachen Linien entsteht. Für den Himmel selbst gilt, für den Hintergrund der Wolken gilt, also nennen wir es einfach mal den Himmel, dass je weiter er über uns liegt, je näher er uns sozusagen ist, umso dunkler ist er meistens. Und je weiter er nach hinten verschwindet, umso heller wird er. Ich deute das jetzt hier einfach mal an mit ein paar schlichten Strichen. Es soll ja erstmal nur um eine Skizze gehen. Insofern übertreibe ich das jetzt nicht, sondern mache einfach erstmal nur ein Himmelszelt mit ein paar ganz simplen Bleistiftstrichen, das ich hier andeute, und sorge dafür, dass das hier oben etwas dunkler ist und nach unten hin immer heller wird. Warum wird es nach unten hin meistens heller? Weil die Farbe des Himmels nach hinten immer stärker verdrängt wird. Da liegen ja Dunstschichten dazwischen, es ist entfernter, also sieht man es nicht mehr so deutlich und so dunkel wie hier oben an dem Teil, wo uns der Himmel näher ist. Ihr seht hier hinten habe ich schon weiß ausgespart, weiß gelassen, weil das der Realität am nächsten kommt. Mir ist jetzt hier mal ein bisschen einfach und verschubbere meinen Bleistift mit dem Finger. Ich nutze einen 3B-Bleistift, da lässt sich das einigermaßen leicht bewerkstelligen hier. Ich verschubbere das alles, sodass der Himmel schön eine einheitliche oder relativ einheitliche Farbe bekommt und spare mir jetzt hier, das alles mit Schraffur fertig zu machen. So, ihr seht schon, was passiert. Der Himmel hat also einen relativ deutlichen Ton jetzt. Und die Wolken treten dadurch natürlich wunderbar klar hervor. Ich kann jetzt sagen, okay, ich will gar nicht, dass hier oben so viel von meinen Strichen zu sehen ist und nehme die Wolken mit dem Bleistift hier oben die Skizzenstriche wieder heraus. Mit dem Radiergummi natürlich, nicht mit dem Bleistift. Nehme die hier oben wieder heraus, sodass diese Umrisslinien hier oben relativ zügig und schnell wieder verschwinden. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch hergehen und sagen, den Rest der Wolke muss ich jetzt, je nachdem, was für Wolken es sind, ob es Gewitterwolken sind oder wirklich nur Schäfchenwolken, den Rest der Wolke muss ich jetzt natürlich im unteren Bereich dunkler gestalten, sodass er sich gut gegen den Himmel hier abhebt. Das mache ich jetzt gerade mal. So, gestalte meine Wolke hier unten dunkel. Ich betreibe das wieder etwas. Ihr könnt das dann bei euch auf dem Blatt so lange probieren, bis euch das gefällt. Das muss einem ja auch ins Bild passen. Beim Tutorial geht es einem natürlich immer erstmal eher darum, dass man etwas übertreibt, den Effekt, sodass der zuschaut, das sofort versteht. Ihr seht also, ich habe hier jetzt den Unterteil der Wolken jeweils angelegt, sodass sie sich gut vom restlichen Blatt abheben. Ich mache es mir einfach und verschubbere den Schatten. Und ihr seht natürlich auch, dass ich hier vorne etwas dunkler bin immer und nach hinten wieder heller werde. So, dann muss ich eigentlich nur noch meine Landschaft hinten am Horizont vielleicht noch etwas klarer gestalten, sodass völlig logisch ist, wo das Bild aufhört. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser kurzen Lektion, die euch zeigt, wie man Wolken zeichnen kann, relativ schnell und relativ realistisch, und wie man mit diesen Wolken dann auch nochmal zusätzlich eine Plastizität und eine Tiefe ins Bild hineinbringt, indem man sie perspektivisch auch gestaltet. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Selbermachen und alles Gute von mir und meiner linken Hand. Tschüss!